Guten Tag. Tja, Sonntagnachmittag. Mal kurz, eben ein bisschen Pferdemist holen, um den Garten auf den Haufen zu schmeißen, damit meine Gattin da ein paar Kohlpflanzen reinpflanzen könnte. Hört sich gut an. Kleiner Job, sag ich mal. Tja, naja gut. Also, hier ist die Molle. Voller abgestandener Mist. Das ist schon mal gut. Eigentlich bleibt ja jetzt nur noch das Abkippe übrig. Aber, wie gesagt, mal kurz eben. Und wir wissen ja alle, was mal kurz eben so alles bedeutet. Oder halt auch nicht. So, also. Der Pferdemist besteht hauptsächlich aus solchen Klumpen. Und die sind 1A zum Pflanzen. Wohl eher nicht so. Also, mal kurz eben, wird eine etwas längere Geschichte. Und ihr habt das Glück, ihr seid mit dabei. Also, freut euch auf mal kurz eben. So ist es. Und das am Sonntagnachmittag. Und ohne Kaffee, sage ich euch. Das geht gar nicht. Gar nicht. So, mal so eben. Tja. Jetzt müssen wir die Halle aufmachen. Und dann müssen wir erstmal den Fendt rausholen. Mal eben kurz den Fendt rausholen. Weil den brauchen wir nämlich jetzt. Dran denken, mal eben kurz. Natürlich, mal eben kurz, steht der 50 Klasse. Natürlich steht mal eben kurz der 4052 M im Weg. Also fahren wir den jetzt erstmal raus. So, da ist er, der Fendt. Den brauchen wir jetzt. Mhm. Aber wo wir beim Thema sind, mal kurz eben, ist natürlich nicht einfach den Fendt jetzt starten und rausfahren. Nee, weil hinter dem Fendt ist die HD-Ballenpresse. Sprich, müssen wir erst abkoppeln. Immer dran denken, mal kurz eben. Tja, und diese Fasse sind wichtig, aber das ist das kleinste Problem. Und natürlich ist das Rabbel voll mit 400 Liter, gell? Was glaubt ihr denn? Tja, Sonntagnachmittag, kein Kaffee. Mal kurz eben. Ich nehme euch mal mit nach hinten zum Fendt. Also, Ohren steif. Wir schauen uns das Ganze mal an. Tja, wie ihr sehen könnt. Naja, die Presse seht ihr nicht, weil die ist im toten Winkel von euch. Aber ihr seht ja, da hängt was dran. Die Presse hängt dran. Also Abbau. Tja, der Fendt, der war nämlich im Heueinsatz und hat die S180 HD-Ballenpresse gezogen, angetrieben und das hat er natürlich einwandfrei gemacht. Ja, der gute Oli muss noch schaffen hier auf dem Hof. So, und dann gucken wir mal, ob wir nicht allzu dolle blamieren den ganzen Abbau. Ja.
jetzt haben sich die Hydraulikkupplung verklemmt, weil mal kurz eben. Was auch sonst. Das war mir natürlich vornherein schon klar. So, ein bisschen Ruhe, Gewalt löst ab und zu auch mal Probleme. Nicht immer, aber ab und zu. So, Schläuche wegpacken. Tablage wegpacken. Tatsache. Erstmal den Schutzfuß. So. Richtig rumdrehen wäre auch vom schweren Vorteil. So. Zapfenstützständer hoch. Kette ab. Und Zapfwelle ab und ablegen. So, haben wir noch mehr Straps und dann Unterlenkerhof. Nicht vergessen, Sperrhahn beim Fend aufmachen. Zack. Und Unterlenker schon mal abladen. Upp. Freiheit. So, nächstes Problem. Zugmaul ist nicht dran, also fahren wir los, Zugmaul holen. So ist das. Ach so, und natürlich, zum Fend und Presse gibt es jetzt einen ganz kurzen, ganz kleinen Filmausschnitt. Nur so mal so als Teaser. Davon kommt noch viel mehr. Später in der Saison, wenn wir nochmal Heu fahren und Strohballen pressen und ich ein bisschen mehr Zeit habe. Da gibt es mal einen schönen Film vom Fendt mit der HD-Ballenpresse in voller Aktion. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Aber wie gesagt, nur jetzt erstmal den kurzen Film vom Fendt beim Pressen. Kurz eben zurück zum Anfang. Tja, da war ich ja voll außer Bild, sag mal. Aber naja, so ist das halt ab und zu mal. Oh, weiter geht's. Zug mal anbauen am Fan. Das steht jetzt an. Na, ich zeige euch, wenn es dran ist, das wird lange. Thank you.
Tja, und natürlich war das wieder nichts mit mal kurz im Zug mal anhängen, weil ich natürlich vergessen habe, auf welche Höhe das muss. Also machen wir das jetzt doch zusammen hier. Thank you.
So. Nur meine Düngstreue hingestellt. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, dass wir jetzt diese harten Brocken, Pferdemist, da reinfeuern, bisschen Sägespäne dazu machen, dann auf die Betonplatte fahren und den ganzen Mulle einmal hinten rauslaufen lassen. In der Hoffnung, dass dann das Streuwerk vom Düngstreuer die Brocken kaputt schlägt und es ein bisschen feiner macht und gleich den Sägespäne, Mehl mit unterrührt und das ein bisschen auflockert. Das ist die Hoffnung. Mal gucken. Ihr habt ja gesehen, alles andere läuft schon irgendwie nicht so richtig heute. Weil, naja, gut, kein Kaffee ist gleich keine Konzentration, ist gleich keine, naja, Arbeitsfluss. Ihr wisst schon. Vielleicht habt ihr das Problem nicht. Ich habe das Problem nun mal leider schon. Aber gut, ist so. Jo, also holen wir jetzt den Johnny mit der Molle, feuern den da rein und holen dann noch den Rest mit der Molle. Dann zeige ich euch mal das klasse Zeug. Ja, aber nicht lachen, wenn ich mit der riesen Schaufel, ja, dann die Molle belade. Gelle? Aber das seht ihr nachher. Also, jetzt freut euch erstmal. Kipp mir jetzt erstmal den Scheiß da rein. Und dann geht's weiter. Fragt ihr euch natürlich alle, warum fährt er nicht einfach in den Haufen rein und schaufelt das Zeug auf? So, das habe ich probiert. Der Haufen war 3 Meter weiter hinter mir, also da wo der Trecker steht, da ist er geendet. Also funktioniert nicht so wirklich. Bleibt nur eins übrig. Die gute alte Handschipete. Lange.
So, jetzt haben wir den Düngstreuer vollgeladen mit unserer Scheiße und Sägespäne. Ja, und jetzt machen wir den Düngstreuer an und dann drehen wir das ganze Zeug gleich feinkrümelig hier in die Schaufel drin vom Traktor, am Frontlader natürlich dran, gell? Weil dann muss ich nicht noch mal extra einschaufeln. Ich bin schlau heute, ja. Weil wir sind ja aber mal gerade eben, gell? Mal gerade eben, also muss flott gehen. Habe ich mir überlegt, machen wir das, gell? Gucken wir, ob alles noch passig ist. Oh. Oh, was finde ich denn da? Ha, nee. Ein Tässchen Kaffee. Oh, erstmal ein Schlückchen nehmen. Mmh. Oh. Dann nehmen wir glatt noch eins. Ja. Das gucken wir uns nochmal an. Nee, 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 sag ich euch. Das wäre, glaube ich, mal gerade eben flottig ein ganz großen Haufen Mist geworden, was wir da gebaut hätten. Wenn wir jetzt den Düngstreuer angemacht hätten und das ganze Zeug natürlich in die Schaufel mal einmal drüber gefeuert haben und dann will ich nicht wissen, wie der Schlepper aussieht danach. Und wo die ganzen Steinbrocken hinfliegen. Also nee, mal gerade eben den Schlepper geschrottet. Zum Glück haben wir Tass Kaffee, weil ihr wisst ja, ohne Kaffee wird das nichts und dann kommt das bei raus hier, ohne Kaffee. Jetzt haben wir aber Kaffee und jetzt haben wir gesehen, das Mulle, das machen wir nicht. Also, Gewitter fliegen. Tolle Sache. Den Schlepper fahren wir rückwärts weg, machen dann Düngstreuer an und lassen das Zeug auf die Platte laufen und schaufeln uns danach ganz einfach wieder drin. Ich glaube, das wäre die sichere und bessere Alternative, weil sonst wird es gerade eben mal ganz flott richtig teuer. Und das wollen wir garantiert nicht. Aber erst wird der Kaffee ausgetrunken. Also, ich sehe euch wieder, wenn der Kaffee alle ist, der Träger weg ist und dann machen wir den Düngstreuer an. Das ist, glaube ich, die beste Lösung. Also denn, oh, zum Glück haben wir Kaffee. Da sind wir wieder. Mal gerade kurz oder mal eben schnell oder einfach mal zwischendurch oder wie auch immer. Aber nun haben wir die Schaufel, die wir tatsächlich auskippen können, damit meine Frau hier ihre Seht ihr mal, so lange ist das her, dass mir das gar nicht mehr einfällt, was sie hier jetzt reinpflanzen wollte. Mal gerade eben schnell. Da haben wir es. Also, ich gucke auf die Uhr. Sage und schreibe 2 Stunden weiter. Haben wir mal gerade eben eine Schaufel abgestandenen Pferdemist geholt, um ihn im Garten auszukippen, damit meine Frau irgendeine Pflanze da reinpflanzen kann.
die ich schon wieder vergessen habe, weil das so lange her ist. Also mal gerade eben schnell etwas machen. Da ist das Resultat. Mal gerade eben. Aber nicht schlimm. Wir haben es. Das kippe ich jetzt in den Garten. Das erspare ich euch jetzt aber. Und da kann meine Frau wunderbar ihre Pflanzen da reinpflanzen. Und dann wird das bestimmt alles schon gut. Das ist logisch. So, so ist das. Mal gerade eben am Sonntagnachmittag. Und zum Glück zum Schluss doch noch mit einem Kaffee. Also denn, macht's gut und bis zum nächsten Mal.